Zuschauern war er aus vielen Filmen und Serien bekannt, mal als stiller Kommissar, mal als sympathisches Familienmitglied. Nun ist Ulrich Pleitgen gestorben. Seine Rollen lernte er am liebsten unter freiem Himmel an der Alster. Er galt als ausgesprochen vielseitiger Schauspieler, spielte am Theater, dass er in der Rolle durchaus eine Parallele zu sich selbst sehe. Auch ich habe keine Lust, im Kopf alt zu werden und bin aktiv neben seiner Bühnenkarriere. Die Pleitgen am Hamburger Thalia Theater beendete 1985 bis 1989. Als Kapitän zur See in der Bambi-prämierten Serie Nicht von schlechten Eltern und als Apotheker in Familie Dr. Kleist 2011 gab Pleitgen, der in der Familie Dr. Kleist den Onkel Johannes spielte, den Ausstieg aus der Serie bekannt. Ich habe den Johannes gern gespielt. Ich war auch gern mit all den netten, lustigen Kollegen zusammen. Und bei der Landschaft dort, Thüringer Wald, Erfurt, Eisenach mit all der deutschen Geschichte, die dort herumliegt, habe ich richtig sowas wie Heimatgefühle, sagte Pleitgen. Aber 4 Staffeln mit je 13 Folgen sind einfach genug. Ob es stürmt, regnet, schneit oder die Sonne brennt, ich kann meine Rollen am besten gehend unter freiem Himmel lernen, erzählte er in einem Beitrag auf seiner Webseite, die er zusammen mit seiner Ehefrau Ann Monika pflegte. Mit ihr war er seit 1981 verheiratet. Auch viele derjenigen, die ihn nie auf der Bühne oder in Film und Fernsehen gesehen hatten, kannten ihn doch. Daneben arbeitete er auch als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele. Für das Hörbuch Die Nadel von Ken Follett erhielt Pleitgen 2016 die Goldene Schallplatte Quelle, ntvde.